Guten Abend bei Dickrich TV. Heute gucken wir frei mal ein bisschen über die Grenze von Dickrich raus. Und dafür sind wir heute zu Gilstreff an dem neuen Gebäude von der Ackerbauschule, dem Lycée Technique Agricole. Für genau 3 Jahre ist die Ackerbauschule von Ettelbrick auf Gilstreff geplündert. An ein supermodernes Gebäude, nicht weit weg von der Natur, wo alle Möglichkeiten geboten sind, für Leute auszubilden, die wollen Landschaft oder mit Blumen gestalten, Essen produzieren oder Maschinen bauen, die können für all das angesagt gehen. An der Zwischenzeit geht am LTA auch sogar BTS zur Ausbildung vom technischen Berater und Begleiter im Umweltbereich angeboten. Er geht eben vor sich, mit der Zeit zu gehen. Da war es nicht recht, mit einem neuen Gebäude kommen, wie mir den Direktor Tom Dallas versichert. Er geht an alle Formationen zeitgemäß geschafft gehen. Permakultur, Vertical Gardening, das steht noch nicht im Programm. Hast du das noch viel gesehen oder ist das zu viel spezifisch? Was man so Permakultur als schon ganz spezifisch. Also, nicht, also wir haben keine Dinge, wo eine Ausbildung in dem Bereich gemacht hat. Wir verschiedene Elemente von der Permakultur gehen auch zum Beispiel am Gemäßbau bei den Leuten mit angebaut. Vertical Gardening oder Vertical Farming als mein spezielles Thema, wo wir immer Diskussionen darüber haben. Ich merke, ob einem theoretischen Plan geht, zum Beispiel bei den Gemäßgärten so Sachen gemacht. An der Praxis also so, Vertical Farming, Vertical Gardening als nicht kompatibel mit Bio-Richtlinien. Und da ist unser Problem, zum Beispiel der Gemäßbau, wo wir los sind, da mehr als 10 Jahre komplett offiziell auf Bio umgestaltet. Und da können wir nicht gleichzeitig so etwas machen, was nicht an den Richtlinien ist. Außer da ist für mich auch immer die Politik, soll da eine klare Decision holen. Einerseits schwätzt man von 100% Biolandwirtschaft bis 2050. Und da schwätzt man auch von so ja, Vertical Farming oder auch anderen so Methoden, Hydroponie, Aquaponie. Und die sind nicht kompatibel mit den Bio-Richtlinien. Also geht das nicht. Da muss gesagt werden, will man wirklich 100% erdient oder sich mal einfach verschiedene Alternativen kombinieren. So für uns ist das in der Praxis ist schwierig, weil man gerade im Gemäßbau, wo das üblicher oder wo das ein bisschen mehr ist, nicht, dass man das in anderen Umbaumethoden können kombinieren, weil man da nicht richtig rauskommt. Angebaut geht auf den Demo Versuchsfelder. Eigentlich sind es schon zanter der Gründung von der Schule für über 140 Jahre echt für sich gehen an den Bauernbetrieber. Heute konzentriert sich vieles zu Bettendorf an der Annex vom Lycée, die seit 15 Jahren besteht, auf in der Zwischenzeit ein 25 Hektar Ackerbauland zur Verfügung stehen, für sowohl die Schüler zu enseignieren, wie auch für sich zu machen. Unter anderem für um Ende Bauern können zu weisen, wie noch in einer immer mehr schweren Konditionen weiter hochwertig Nahrung produzieren kann. Wir stellen heute ganz oft fest, mit den Alternativen, die wir heute probiert haben, auch schon im Sit, und auch an anderen Versichern, die wir angelöst haben, wo wir verschiedene Projekte der Recherche auch ganz aktiv waren, dass wir ganz oft als Landwirtschaft fertig bringen, für die Produktion heute für unser Haustier zu machen, wir dann hapert es unter Vererbestung. An Ort Vermarktung haben drin als ganz oft problematisch. Ich gebe ein Beispiel, wir haben Ölein angepflanzt, was ein ganz interessante Ölpflanze ist, die mit ganz wenig Input auch eins geht. Das als Alternativ zum Rapsanbau. Wir haben fertig gebracht, für da gute Qualitäten zu kriegen. Wir haben nur konnten am Anfang Preise nicht mehr gehalten für die Vermarktung, sodass die Rentabilität von der Kultur gelitten hat und dass wir dann Anfang die Sache empfehlen gelöst haben. Für rund 10 Jahre hat der Lycée auch zu Bettendorf angefangen, eigen Saatgut herzustellen. Zu unter 3 Jahren los den LTA-zertifizierten Saatgutproduzent. Sie pflanzen hier 1 bis 2 Sorte Kürbis, Zuckermais, Rommeln, Basilikum und Konkombren, man bietet um Ende so, um daraus zu wandern und zu verkaufen. Das ganze Land kann damit voll nicht aufgedeckt gehen, aber was hier produziert wird, Land um Ende bei den professionellen Gärtner zu Lützeburg, die damit gestärkt gehen. Es ist ganz, ganz aufwendig, Saatgut zu produzieren. Es fordert ganz, ganz viel Wissen. Das ist etwas ganz anderes, wie Gemüse produzieren. Das ist wie man spannend. Löserlös kriegen wir immer mehr Kollegen, die so, ich möchte das auch ganz gerne probieren. Und auch im professionellen Bereich Leute, die so, ich will mich dort rum und ich baue mein Saatgut selber, einfach für die Unabhängigkeit von den großen Saatgutfirmen zu kriegen.
Natürlich soll an der Ackerbauschule auch gelehrt gehen. Minimum einmal an der Woche kommen Schüler für 4 Stunden raus auf Felder, für auf den 10 Hektar Schülerparzellen zu plowen, zu säen, zu düngen und mechanisch Unkrautbekämpfung zu machen. Hier können sie auch wehren, wie die verschiedenen Sorten vor sich zu stehen, was für Sorten gehe ich zum Beispiel am besten gehen, und das mit so man wie möglich chemische Pflanzenschutzmittel. Dafür kriegen Sie von den Lützebäuer Maschinenhändlern all Jahr die neuesten Maschinen und Traktoren, für immer technisch um letzten Stand zu sein. Neben den 1500 Testparzellen zu Bettendorf gehen doch am ganzen Land so Standort Sorte für sich bei den Betrieben, die das Sorte weiter verschaffen, für zu sehen, wie ein Arzt sich am besten für den Standort eignet. Am Norden ist vielleicht etwas Wasser am Boden, das ist natürlich etwas Kali verwandt. Am Süden ist es dann, dass es im Frühjahr schon Dresche geht. Da müssen dann Sorten vielleicht sein, die Dreschen besser verdrehen. Und da gibt es dann verschiedene Standorte am Land, die einzelne Sorte geprüft. Und da könnt alle Jahr eine Sorte löscht raus, eine nationale Sorte löscht, wo dann die einzelnen Sorten für die einzelnen Standorte da rekommandiert, für das Land rekommandiert wird. Für all das für sich geht zum größten Teil mit nationalen Organisationen oder ausländischen Unien und Forschungsinstituten zusammengeschafft. Der Lässige sieht allgemein eine große Bedeutung daran, für auch mit der außerschulischen Welt zu kooperieren. Sie wird mit der Natur- und Büschverwaltung mit der Schule zusammen ein Büsch zu Bettendorf verwaltet oder zum Beispiel an der Mechatroniker-Ausbildung. Mechatroniker. Die haben für ein paar Jahre pro Jahr gefangen, die noch nicht ganz aufgeschlossen ist, wo sie mit Unternehmen zusammen, auch mit der Unterstützung von Unternehmen, aber auch mit der Unterstützung von unserem Ministerium, einen pädagogischen Anhänger aufbauen für Kamion, den so in Europa noch nicht geht. Aber die Firma selber eben mit dabei ist, um zu gucken, wie machen wir das, wenn man einen Kamion lauter verschiedene Systeme hat. Weil sie selber noch kennen, so sind so ein kleines Modell, aber hier soll eine reelle Größe gemacht werden. Und wir probieren immer mit dem Beruf zusammen zu schaffen. Am Land, national, aber auch internationale Projekte sind wir mit dran. Wir haben ganz praktisch die Interreg-Projekte in den letzten Jahren gemacht. Wir sind sogar in Horizon 2020, was noch so vom Umfang her viel mehr Großes ist. Und für mich ist das wichtig, für das Enseignanten da auch immer up-to-date bleiben. Weil wenn wir so ein Projekt mitschaffen, haben sie Kontakt mit der Berufswelt, so Kontakt mit den Unien und sie bleiben automatisch immer bei dem, wie der Moment die Entwicklung weitergeht. Und da können wir dann auch ganz sehr noch ein neues Programm an der Schule mitarbeiten. Für und allem aber kann um ein auch die Außenwelt von all dem profitieren, was dann zusammenarbeitet mit den Akteuren um Terrain ausprobiert oder ausgeschafft wird. Ob an der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, dem Gartenbau, dem Maschinenbau oder den Naturwissenschaften, die Schüler, die aus diesem Lehrjahr herauskommen, wissen, wie sich ihr Berufsfeld präsentiert und können mithelfen, das zum Positiven zu gestalten. Dann aber nächstes Trick auf die Krisch selber, wo den Moment auch probiert wird, kulturell neu wehr zu gehen. So, als du aus dem langjährigen Hirschfest ein Schingen nur mit dich gehen. Und wie das beim Publikum gekommen ist, für das rauszufinden, waren wir bis lang gucken. Der neue Präsident und der neue Vizepräsident vom Syndikatinitiativ wollen der Stadt Dickrisch neue Impulse geben. Dafür wird das Jahr für einmal kein Hirschfest, dafür aber schicken wir dich auf den neu aménagierten Bäschplatz, ob der hat übrigens auch am Anfang des Hirschfests stattfand. Ein Neidfest rundherum ein Konzert. Die Idee kommt sich ganz spontan. Wir hatten das Hirschfest ja schon jahrelang organisiert. Mit Hirschfest hat sich immer mehr Succes. So ja, du meinst, dass du das sagst, zu probieren. Wir wollten auch von der schönen Platz profitieren. Und so, wir hatten das Jahr mal die Chance beim Wieder. Und ja, dann machen wir das, das kleine Fest. Mit einer flotten Band. Wieder stimmt. Zu viele Leute. Ich meine, wir hatten aber eine gute Idee. Neben der Musik von Profen aus dem Conservatoire du Nord gibt es auch Animation für die Kanner, ein Rennraum, ein flottes Atelier vom Geschichtsmuseum und das also Pappendach natürlich besonders gut gekommen. Ein kleines Fest wohl, aber ein, dass die da waren, so richtig genossen. Das ist ein super Fest, die Menschen für die Kanner, das schön wird, das ist einfach ein bisschen das Ähnliche wie Tierfest, das ist eigentlich aufgezogen, aber top organisiert vom neuen Komitee vom Syndikat. Super. On s'amuse, on de la bonne bière, hein. Il fait beau. Je finis toll.
Warum? Ja, es ist unterhaltsam. Sonne, schönes Wetter. Ich meine, könnt ganz gut tun. Das ist ganz klein, das ist ganz leicht, das ist auch das, was es soll sein. Muss nicht immer ein riesengroßes Fest sein. Ich meine, die wird gleich bei einem Parkfest oder beim Kids Day oder am Park. Da ist riesengroß gewesen. Also machen wir mal etwas bisschen mehr Kleines, wird Leute bei mir kommen, ein paar Tränke mit mir können schwätzen, mit Musik lauschen. Voilà, ich meine, so Sachen kann ich noch vielleicht mal mehr oft machen, punktuell. Und was auch ganz wichtig ist, alles ganz wichtig ist, Live-Musik an die kriegt. Dass wir eine Band spielen haben, an zusammen habe ich durch die Vereine. Die Jungen aus dem Schlechthaus helfen uns, der Konservatoire ist mit einer Band, der Museum ist mit einem Matli. Das fand ich immens schön, dass sie wirklich zusammen geschafft haben. Die um einen ist dann noch Schilderin zufrieden, sodass ich damit rechnen kann, dass auch das nächste Jahr eine weitere Schingen um die Schwert stattfinden, auch vielleicht sogar mehr der Fester. Die neue Kipp vom Syndikat will, dass in Zukunft nicht mehr Konzerne an die Krisch aufgehalten gehen, auf der Bärschplatz und noch an der Großgasse, wovon um einen auch Touristen profitieren können. Den Tag drauf beim Debriefing am Touristenbüro auf der Liberationsplatz. War ich schon doch ganz, ganz gut fand. Zumal man wird auch immer wirklich hat man Chance. Ja. Doch Pappen darf und doch Leute hinwurscht, viel ist alles, war wirklich gut. Ja, ja boah, das ist nicht alles perfekt, weil das die erste Kehr, wo man das organisiert hat, ja. Muss man eben nächstes Jahr gucken, ja. Was man noch in der Verbesserung hat. Es war viele Leute, ich habe ein bisschen gefreut darüber, es war viele Leute, die wirklich extra für die Band kommen, für die Konzerte. Das ist gut zu wissen, dass das wirklich von ihrem Konzert an die Krieg lancieren. Weil ich wirklich Live-Musik auch mal auch bei anderen Festen, dass das da aber Leute interessiert, die bewusst wirklich die Konzerte bekommen. Das war gut zu wissen. Ja, ich meine, das fehlt ein bisschen, die Leute, die Konzertstimmung rum an die Krieg. Darum muss man auch ein bisschen schaffen, ja. Ja, genau, effektiv. Wenn etwas Neues lancieren will, braucht eben ein bisschen Zeit, für das auch gewünschte sich aufpassen können. Das gilt auch für den neuen Fotokonkurs, den das Syndikat über den Sommer lanciert hat. Thema «Un bonjour von die Krieg». Heute lässt die Jury auf Besuch für das Gewinnerfoto zu ermitteln. De Carlo Blum, Präsident vom Fotoclub, Karin Walter, Direktrice vom Geschichtsmuseum und ich, Kommunikationsresponsable von der Gemeinde. Es geht schon darum, dass wir eine Postkartenreise machen. Das ist auch das, vielleicht ein bisschen am Hannerkopf behalten, dass die Posten partizipieren von der Rolle, dass es eine Postkarte gibt, ob es sich dann dafür vielleicht ein Agent. Voilà, dann nehmen wir los, okay? Es sind zwar nur 19 Fotos nachgeschickt gegangen, aber waren nicht einfach, sich zu entscheiden. Viele schöne Fotos waren dabei, um einen aber die Kreativität einen Unterschied gemacht. Eine Sonnenbrille, den die Aalkirche von Dickrisch spiegelt. Überraschend und aber unverkennbar Dickrisch. So wird die neue Postcard vom Syndikat ausgesehen. Gewinnerin ist Veronique Franzen. Die Resonanz, was hat die ich kenne, wir hatten ein paar Fotos geschenkt und die Fotos sind auch ganz, ganz schön. Wir mussten dann ein paar Jahre probieren, um zu gucken, ob wir da eine große Resonanz kriegen. Wir haben große ganz warm zufrieden mit dem Resultat. Ja. Es kann Ihnen auf alle Fälle gespannt sein, was Sie sich nach alles werden auffallen lassen am Syndikat-Initiativ für den kulturellen Leben an die Krisch einen neuen Ausstoß zu geben. Ein Fest, das all Jahr immer am Gedeck kommt, das ist Kirmes. Auch wenn Laurentius-Kirmes im Sommer mehr eine große Bedeutung hat, so ist auch Tierkirmes. Immer ein flottes Rendezvous von Schulbesuchern und nicht noch ein bisschen schön warm draußen. Es ist eine ziemlich ausgelöste Stimmung, ob das am Freitag noch mitten auf der Kloster wird Tierkirmes offiziell abgemacht. Ein Kirmes sorgt einfach für gute Laune, so gut, wenn wir dann nicht erpasst ist. Ein engagierter Bürgermeister muss auch können richtig packen. Dafür schneidet Charles Weiler haut nicht nur ein Bändchen durch, wir muss auch noch Tierte schon tun. Tam für die Kirmes-Ouvertüre soll auch geschnitten gehen. Überdem sein erster Chef ein Flasch für den Wein angegriffelt, ist hier also für die Schnüppeln zuständig. Ohne Ham, Wein und Koch geht es eben nicht auf einer Kirmes. Alle Kirmes am Norden oder am Süden ist gut besicht. Und die Leute sind immer froh, wenn die Kirmes da ist. Und es gibt auch Kirmesse von einer Woche oder von 14 Tagen also, oder 10 Tagen. Die sind immer ganz gut besichtigt. Wir kommen ja von der Vauhalle, die war auch gut besichtigt und alles. Also die Leute sind zufrieden, heißt es. Aber mehr auch, ist so nicht mehr. Man kann aber nicht auf Karussell kommen, an sie strahlen, dann ist alles gut gemäht.
Dünn Damian Pierucci, der Kinderrechtszentrum pro Jahr mit seinem Papschoss regelmäßig auf Kirmes zu Dickrisch, am Sommer mit dem großen Grillbaron und am Herbst mit dem Klangen. Hier soll das Institution aus der Lützburger Kirmesfeld immer wiederholen. Der Schoss, den hat selber recht für 17 Jahre mit dem Betrieb gefangen, könnt ihr hier auch immer nicht gerne auf Dickrisch singen, zwei Themen, wie ihr seht. Nicht aber immer im Fred reinzukommen und zum Mulzai auf Dickrisch. Ich meine, so in der Zeit hat schon an meinem Karawan, nach letztem Jahr hat ich meinen Karawan reingestohlen. Am Ende hat es so dickrisch gelebt. Ne? Ich muss in meine Jacke gehen, sie muss abgestanden, mein Brot kaufen gehen, an das Matsch gehen, ohne ihre Klammen zu machen, mit Kleider kaufen gehen. Nein, dickrisch war immer für mich ein Zweitheimisch. Eng 13 Kirmes am Jahr machen die Joss und Damian mit ihrem Stand. Mit Leib und Seele sind sie bei der Sache. Und doch ist es mit den Jahren mit schwer gehen, für keine Präsenz zu sehen. Ich denke, allgemein geht es nicht schwer mit das wie in allen Sektoren. Ich meine, das ist nicht nur bei uns am Sektor, es sind auch viele Sektoren, wo es nicht schwer geht. Es geht nicht schwer für Leute zu finden, die arbeiten wollen. Es geht nicht schwer für so das Ganze zum Laufen zu haben. Ich denke, nicht, dass das ein Phänomen ist, speziell für die Kröche oder speziell für unseren Bereich. Das ist echt generell. Wie so alle selbstständigen Bereiche, ich denke, du musst mich schwer zu gehen. Muss ich in Stellweise aufpassen, muss ich in Solutionen sichern. Aber ich meine, das ist ein Mädchen. Solutionen sichern, also aufpassen. Dieses Jahr sind die Riverains auch nach gleich drei Kirmesse bei Ihnen gefallen, weil das nicht einfach ist. Nicht für nicht, wird der Kirche zu dickrisch, nehmen ein 11 Stand. Bei seiner Rede hat der Bäuermeister dafür den Dankostoß gehen, für vielleicht mal ein neues Konzept in die Leben zu rufen. Auch die Tierstfest war 2023 ein echter Kehr, wenn es der Konkurrenz an andere Gemengen ausgefallen. Einmal im Jahr wird im dritten Alter von Dickrisch so richtig gefeiert, auf der Journée du Grand Âge an der Alsierei. Damit half im dritten Alter Dickrisch, weil du mit nicht nur all die heißen Jahrgänge ehren, ihr allgemein Dabisch von der Amikaler Vierjährigen, ein besonders aktiver Verein. Von Aquagym über Pötern, Kartenspielen bis hin zu Visiten nach Heim an am Ausland. Tamikal vom dritten Alter Dickrisch bietet viel Aufwärtslung. Nicht für nichts kann es um die 370 Membres zählen und kann der Club auch alle Jahre auf der Journée du Grand Âge so viele Gäste sehen. Die kommen, sind auch immer deck zufrieden. Wir sind am dritten Alter, mein Freundin und ich, weil wir da über 60 sind und das gefällt also, dass ein Top-Atmosphäre, Ambiance aus Top und wir sind froh, heute zu sein, so dick wie am dritten Alter. Mensch, gut, Tag. Also, ich habe mich ganz gut mit meinen Freunden alle gehört. Wir fanden die Menschen, die jungen Leute zu bewundern, also wie die hier Kadoen kriegen. Also, das ist wunderschön, für diese Zeit mitzumachen. Ja. Sind ihr schon mehr oft dahin gekommen als die erste Kehr? Weil die Gendarme Piras sind. Und das sind immer schöne Modell. Ja. Was gefällt dir da gut in dem Fest? Ich habe im Fest dort leider mal gesehen. Wie gefällt dir auf der Journée du Grand Âge? Ja, das ist immer immens. Immens. Das ist gut organisiert, am klappt alles gut. Und wir haben einen wunderbaren Präsidenten und einen schönen Komitee. Ja. Ich kann es aber nicht so lunch. Ich bin alles gesagt, was ich will. Diesen. Diesen. Ah, das ist immer extra. Das ist immer extra, ja. Für uns ist das wirklich etwas nicht Neues, aber einfach sind wir zufrieden damit. Als Ingeriert wird auch der neue Bäuermeister Charles Weiler die gute Arbeit vom Club auf hier gehoben. Aber auch allgemein der Wert vom dritten Alter für uns Gesellschaft in der Strache sind es auch sie, die jetzt Wissen und die jungen Generationen können weitergehen. Die Journée du Grand Âge ist dann noch immer den Tag vom großen Merci. Heigenalt Geburtstag kann er über 80 gefeiert und beschenkt. Zu 62 waren sie dieses Jahr invitiert. Um einen konnten da zwar nur ein 34 kommen, aber die am Saal waren einfach nicht mehr happy. Wenn wir geirrt gehen, ich weiß nicht, ob das ein Ehr ist, wenn jetzt 80 Jahre alt ist. Das ist kein Ehr. Wir nehmen Chance, dass auch vielleicht in den Verdienst dabei mir das von allem Chance.
Sie sind aber froh, heute dabei zu sein. Ja, ganz froh. Ich bin froh, auf Dickrich zu kommen. Wie ich gesagt habe, ich lebe an der Verbahnung, weil 50 Jahre sind wir froh, dahin zu kommen. Ich war noch alle Jahre hier. Also, vielleicht nicht die letzten Jahre, aber viele Mal. Ja, und das Jahr ist es extra, weil wir an der 80. Und du machst ein Prost auf all die glücklichen Geburtstagskanner, dass sie auch die nächsten Jahre nach all können dabei sind. Feste Rendezvous am Manifestationskalender für Kunstliebhaber aus dem Festival de la Gravure. Das Jahr wird es schon für 20. Keier aufgehalten und auch immer hat die Qualität von dem, was hier gewesen ist, nicht aufgeholt. Auch für den 20. Festival de la Gravure konnten es 50 Artisten und Artistinnen aus der ganzen Welt und Land gezogen, für 97 Werke zu Dickrich auszustellen. Die Vielfalt und Qualität von der Gravurekunst, die hier geboren wird, ist dann noch immer nicht überwältigend. Der Festival de la Gravure vom Verein La Palette ist von den Highlights am kulturellen Leben von Dickrich, auch für Kunstliebhaber ein absoluter Must. Die Gravure ist ein Alter, Handwerker sind alle Kunst und sie wird noch immer praktiziert. Und wir haben gar kein Problem mehr für uns. Es Leute von die interessiert sich für Mathe mehr, weil wir sind einfach bekannt und die Leute sind begeistert, hier zu kommen. Palette wurde tatsächlich fertig, bricht all die Jahre die klassische Gravurekunst herzuhalten, an einer Zeit, wo ich auf Serigraphie gesagt habe, die mit meinen Opfern zu realisieren sind. Ob schon den Trend in einer Richtung weist, wird hier weiter europäische Qualität gesagt. Mit diesem Festival als für die Membre vom Verein zwar immer nicht viel Arbeit verbunden, müssen sie da zum Beispiel als Bilder selber rummen, und doch, ich war weit N immer der Positiv. Wir sind auf jeden Fall ganz stolz, dass wir uns sagen, ey, das macht ganz viel Arbeit verbunden mit Menschen gehen. Und wir sind immer ganz stolz, wenn Sachen kommen, wenn wir sie auspacken, dann schon viel Fried. Und ja, wir rufen sie dann an, wir bringen sie hin. Und dann ist auch denken, gesagt, alles ganz anders aus, wenn du in den Mauern hängt, alles schon flott. Einzige Bemol bei der Sache, weil das Palette schon so lange geht, fängt viel von den Membren nun, nicht mehr als Strapazen können Matze machen. Sollt ihr also ihren Lust tun, euch am Kunstverein zu engagieren, all Hilfe als willkommen. Die Geburtstagsedition vom Internationalen Gravurefestival, die dauert übrigens noch bis den 29. Oktober. Der Cover vom Katalog, den ist der IKEA von der taiwanesischen Artistin Shulin Chen. Durchaus weiselosen können sich auch die Werke vom Dickricher Fotoclub, die alle Jahre am Jahr in der Aller Kirche gewesen sind. Sollt ihr keine Gelegenheit gehabt haben, bis Land zu gehen, heute mal ein Detail von der Expo und auch dabei eine kleine Novelle, die sich annonciert. Der Rendezvous mit dem Dickricher Fotoclub an der Aller Kirche ist ein Frömmast gehen. Vom nächsten Jahr aber soll das Exposition an der Galerie neben drin aufgehalten gehen, worüber der Club nicht unglücklich ist. Der Vierteil, da brauchen wir nicht alles abzurichten. Ne? Hier müssen wir ein paar nur noch berichten, die Belichtung alles, noch haben alles auf der Platz. Ne? Das ist der Vierteil. Etwas steht auf alle Fall fest, die Qualität vom Fotoclub, der kann sich weisen lassen. Und die Expo, die demonstriert können von seinen Membern, wird natürlich dazu beitragen, dass er regelmäßig in Aufstand neu an auch mal ganz junge Membre beistoßen. Wie zum Beispiel Sophie Becker, die sich mit einer analogen Fotoserie präsentiert, die zu Paris entstanden ist. Wen an den Fotoclub geht, der soll aber wissen, dass hier nur der hat, hier nicht mit zusammen den Händchen gepackt wird. Da sind wir ja schon jahrelang am Gangen. Und ich denke noch, die letzten Membre, die zu uns gestoßen, die kommen ja auch immer bei uns am Dorf. Und wir spüren da nicht Kritik. Das kriegt auch jeder zu spüren, dass man so mit mir da voraus, dass man da noch jahrelang eine ganz qualitativ gute Ausstellung hat.
Dabei fand ich beim Fotoclub eine große Vielfalt der Motive, Ideen und Techniken herum. Die Expo ist alles ähnlich wie langweilig. Der Vizepräsident vom Club selber möchte am liebsten spontan fotoen. Nach Heilo war er inspiriert von einem rhenerischen Dach am italienischen Städtchen Monte Milone. Mein Hintergrund davon ist ein Platz, den ich für 22 Jahre kennengelernt habe durch meine Frau. Und die ich gewusst habe, haben sie eigentlich ein Dorf begegnet, was relativ verlassen geht. Ne? Immer mehr Junker geht fort. Und 20 Jahre, das schon dahin gehen. Und was mir hier gefallen hat, hat die Mensch geredet. Aber wenn es redet, dann gesagt, ich habe mal durch das Wasser Spiegelungen, gesagt, zum Beispiel Wasserturm, gesagt, nein, geht heißer ein paar Wege zurück. Also ein bisschen Ausnahmesituation für Süditalien. Ne? Das ist auch Süditalien, das Ganze. Die Fotografie hat sich wohl verändert, ihre Stelle wird aber geblieben und die Expo vom Dickrischer Fotoclub hält es in Heich, um es Lust auch selber zum Fotoapparat zu greifen oder die Fotos, die man am Handy geknipst gehen, nicht einfach verschwinden zu lassen. Eine Minute zurückgeguckt, so heißt ja die neue Rubrik, die mir ich von Lohn an alle Emissionen wollte präsentieren, auch wo der geschichtlichen Hintergrund von Gebäuden, Monumenten oder Skulpturen erklärt wird. Heute holen wir euch dafür mit auf die Schäger von Dickrich. Die Gare zu Dickrich als Zander 1862 in Betrieb und hat durch bessere Verbindungen demnächst einen großen Abschwung für die Industrie bedeutet. Eigentlich war der Plan, dass die Eisenbahn weiter Richtung Norden fuhren und Dickrich ein Eisenbahnzentrum auf der Strecke zu Busch-Ulfingen sollte gehen. Obwohl die Autoritäten von Dickrich ganz dafür waren, hat vor allem Lützburg-Gesellschaft Strecke noch einmal geändert, sodass der Domain just bei einer Aufzweigung blieb. Der Legende noch, aber hat den Dorfern sich kein Pun ausgespart, weil sie gefahrt unter den Dampf und den Lokomotiven und der Komödie von den Zicht Luft verschmutzen auf ihr Unruhsuche geben. Zander hier sollen die Dickricher Dorfens mit sturen Eseln vergleichen gehen. Zwischen 1889 und 1948 fährt Gar von Dickrich trotzdem die Startstation für die Schmollbund, die von Dickrich auf Feiern gefahren ist, der sogenannte Benny. Zander 1968 steht auf der Gare Monument für 100 Jahre Eisenbahn und Zander 2000 geht auch eine Bronzeskulptur vom deutschen Skulptor Bonifatius Stirnberg. Dickrich wurde nicht interessant geschafft, das nicht nur nicht so weit, sondern auch nach Nachhaltigkeiten unterstützt. Hallo mehr über den Lux-Smartphone auf der Liberationsplatz. Messieurs, bonjour, vous êtes les bienvenus chez Lux Smartphone à Dickrich. C'est un nouveau concept que ça donne trop envie de visiter déjà. Il y a plein de coques, il y a plein de réparations ici et surtout il y a des garanties sur toutes les réparations et surtout, on est accueillis très très chaleureux avec beaucoup de sourires chez nous. Et vous inquiétez pas, par rapport aux prix, on a tout calculé. Il y a le meilleur prix. Déjà pour les réparations, pour le vente. Et même, il y a des trucs gratuits. C'est la sourire. Je m'appelle Annie. J'ai 21 ans d'expérience dans les réparations, quelle que soit électronique, GSM, et PC, ordinateur et Mac. En fait, on est bien placé à la place de la Libération à Dickrich. On fasse le meilleur café que... C'est mes voisins, donc il faut quand même, hein. On est de nouveau à Dickrich, en espérant que vous passez, nous visitez notre petit magasin. Ah, grâce à vous, on va grandir le magasin, comme ça vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus à tout moment. Merci. Die Jungs von heute sollen realitätsnah eduquiert gehen. Auch am Internet Schoss Schmidt zu Dickrich probieren sie die Juren, die über die Schule raus mit dem realen Leben in Kontakt zu bringen. Dafür war für die Wahlen zum Beispiel ein Table Ronde gesucht, wo nennen junge Politiker invitiert waren.
Eine Table Ronde zusammen habe ich mit dem Jugendrat diese Jugend, dass der Nordstadt gegen Gericht hat. Sie konnte sie die jungen Kandidaten und Kandidatinnen für die Chamberwahlen vorstellen, respektive ihre Gedanken und Ideen zu aktuellen Themen mitteilen. Die Interesse war groß. Rund 100 Junker hatten sich erfunden. Besonders kritisiert gaufen die starke Wurst im Land, wie auch die Elektroautoen. Die zweite Sache ist Hummer. Auf der Welt haben wir die Ressourcen dafür. Ich glaube kaum, weil wir als Erde stirbt, wir fragen sie. Und da will man noch irgendetwas aus dem Boden sicher gehen, was noch übrig ist. Und dann noch 100, 200 Jahre haben wir nichts mehr. Und das ist mir ganz am Arsch. Ich fand, das ist nicht der Koch. Drittens, was geschieht mit den Batterien von Elektroautos? Also, Teil von Elektroautos sticht der Brand wie keine Ahnung, weil an Batterien gehen dann im Endeffekt wie der Nuklearwaste auch einfach mehr gehalten. Also, ich hoffe, da sollte man gut lesen und kommen bei der Situation. Ich hoffe, man will noch weiter Politik machen. Also, aber da will zu Zukunftspolitiker gehen. Also, hoffe ich auch, dass auch manchmal anscheinend lesen und kommen dann Platz weiter zu schwätzen, weil die alle weiter so müssen. Aber merci aber, dass ihr gekommen seid. Merci, Louis. Alles an allem hat die Jungheit richtig Dampf aufgelöst. Eine junge Frau hat gefragt, ob es dann nicht möglich wäre, dass Politiker mehr mit der Bevölkerung zusammenarbeiten, am Platz, dass alles auf Murcht ausgerichtet wird. Eine Table Ronde, die sich auch für die Allhäusen aus der Politik von Nutzen gewischt wird. Und damit geht die Emission aus der Ackerbauschule zu Gilstra Wobben an. Nein, noch nicht gerade, es bleibt nach der Agenda. Ich habe so nicht schon mal Adi. Bis an einem Montag. Der Sonntag, 22. Oktober, invitiert der Bayernverein Kanton Dickrich auf den Nationalen Bayerndach an der Ackerbauschule zu Gilstreff. Mit praktischen Ateliern will die Assoziation, die dieses Jahr 140 Jahre groß, ein besonders lebendiges und pragmatisches Programm bieten, wo sowohl die Aal- wie auch die Neubayern-Züchter gespart gehen. Für den Aufschluss vom Dach ist eine Visite-Idee durch die Lycée geplant. Der selbischen Tag lief schon vom Mois 10 rund am Cinescala, der 70. Festival National du Film d'Auteur. Den Dickrischer Film da von der Fédération Luxembourgeoise du Film d'Auteur an Zusammenarbeit mit dem Ciné Camera Club und am Kino von Dickrisch weist Mois anonymes Kurzfilme, die an verschiedene Kategorien ausgezeichnet gehen. Preisüberreichung aus um 17:15 Uhr. Den 29. Oktober, kurz vor Allerheiligen, ist das Verkaufs auf den Sonntag zu Dickrisch. Der freie Mantelsonntag ist nur ein Hirschsonntag am Gedeft, er soll dann noch nicht nehmen nachladen, für sich neu anzukleiden. Bei gutem Wetter ist es durch ein Flott gelehnt, nochmal die Sonne auf den südlichen Terrassen an Dickrisch zu genießen. Das Herz von der Frau tickt auch nicht wie das vom Mann, und dafür soll es dort nicht selbst behandelt gehen. Eine Tatsache, die lange ignoriert gauf. Zur Optimistinnen von Dickrisch wollen auf Thematik aufmerksam machen, mit einer Konferenz vom Herzchirurg Arno Charpentier, die den 16. November an der Privatschule Saint-Anne zu Ettelbrück geplant ist. Konferenz ist gratis und gut auf Lützburg gehalten.